Hey Clasher, ich pushe zurzeit mit meiner Superhexen- und Druidenstrategie und es freut mich sehr zu sehen, dass so viele von euch da draußen auch angefangen haben, diese Strategie zu spielen, da sie einfach so unfassbar stark ist. Dennoch sehe ich immer noch viele Fehler, die draußen gemacht werden, wie die richtige Feuerballplatzierung und eben auch ansonsten natürlich die richtige Seite wählen, wo ihr mit den Superhexen reingeht. Das heißt, im heutigen Video konzentrieren wir uns komplett darauf, richtig Dörfer auseinanderzunehmen. Was sind die richtigen Ansätze dabei? Ausrüstungstechnisch gehen wir beim Barbarenkönig mit dem Handschuh und der Wutflasche rein. Wenn ihr bereits den Stachelball habt, könnt ihr hierbei die Wutflasche ersetzen. Funktioniert beides sehr gut. Bei der Königin hingegen nutzen wir die Heilerpuppe plus den Frostpfeil. Der Frostpfeil hierbei kann auch ersetzt werden durch den Riesenpfeil, je nachdem welches Level ihr jeweils habt, aber das ist auf jeden Fall die beste Kombination. Beim Wächter ist am Ende immer eine große Problematik bei vielen, und zwar Itzu, ich habe den Feuerball auf keinem hohen Level. Wie ihr vielleicht bereits seht, nutzen wir zwei Erdbebenzauber. Der Grund dafür ist diese Tabelle hier. Sobald ihr den Feuerball auf Level 18 habt, könnt ihr die meisten Gebäude mit zwei Erdbebenzaubern lockerflockig rausbekommen. Das heißt, ich zeige euch hier auf jeden Fall, wie man diese Strategie mit zwei Erdbebenzaubern spielt. Das heißt, mehr oder weniger downgrade ich damit meinen Feuerball beim Wächter von Level 27 auf ca. Level 18, Level 20. Denn mit der Tabelle seht ihr auf jeden Fall, dass das für die meisten Gebäude locker ausreichen sollte. Die Wutaura natürlich so hoch wie möglich, das hilft natürlich enorm. Und auf der Gladiatoren ist die wichtigste Ausrüstung die Schweinreiterpuppe. Und je nach Radarstufe könnt ihr damit entweder die Eilflasche kombinieren oder zum Beispiel, der Royal Gem, den ihr bereits früher auf jeden Fall freischaltet. Ansonsten würde ich sagen, das ist die Armee. Wir starten rein und zeige euch ganz genau, wie diese Strategie funktioniert. Den häufigsten Fehler, den ich bei den meisten sehe, ist, dass sie bei dem Wächter versuchen, für die meisten Gebäude zu gehen. Allerdings ist der Feuerball bei dieser Strategie lediglich dafür da, um eure Truppen in die richtige Richtung zu drücken. So ist es zum Beispiel hier dabei, dass wir das Rathaus fast immer hinten raus haben wollen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, hier einen Feuerball zu spielen und danach hier unten reinzugehen. Ihr könnt den Feuerball aber auch hier spielen und danach hier reingehen. Wichtig dabei ist, dass ihr einen gewissen Weg herstellt. Und diesen Weg, glaube ich, können wir am besten herstellen, indem wir hier von der linken Seite reingehen. Das heißt, Wächter spielen wir hier mit dazu. Und jetzt können wir uns überlegen, wie viel wollen wir wirklich haben? Brauche ich den Feuerball hier auf dem Bogenschützen, auf den Multibogenschützen, um einen X-Bogen rauszubekommen oder nicht? Nein, brauchen wir gar nicht. Wir können einfach hier die Erdbebenzauber draufschmeißen, Feuerball mit dazu und damit bekommen wir nicht unendlich viele Gebäude raus. Aber was viel wichtiger ist, wir bekommen den Weg. Diese Gebäude sind raus und damit geht alles nach hier unten. Und das ist das, was wir haben wollen. Und das ist etwas, was viele Leute bei dieser Strategie komplett falsch machen, denn sie gehen am Ende dafür, was euch die meisten, wichtigen Gebäude erstmal einbringt. Das nächste, was wichtig ist, seid sparsam. Ich muss kurz aufpassen, dass uns die erste Superhexe nicht wegstirbt. Seid sparsam mit euren Druiden. Mauerbrecher dann hier unten mit dazu. Das heißt, mein König arbeitet auf der linken Seite. Superhexen sollten Richtung Zentrum reingedrückt werden. König können wir jetzt zünden, dass er auf jeden Fall alles Richtung Zentrum reindrückt. Unsichtbarkeitszauber mit dazu, um hier meine Truppen zu beschützen. Und das nächste Wichtige ist, wenn ihr die Heilerpuppe zum Beispiel benutzt, passt auf, wann ihr die Heilerpuppe benutzt mit der Fähigkeit. Denn es kann auf jeden Fall sein, dass eben eine Luftabwehr oder ähnliche Verteidigung in der zweiten Reihe sind und ihr eure Heiler rausnehmen. Das heißt, schaut auf jeden Fall drauf, wann ihr diese zünden könnt. Zum Beispiel jeder entfernte Turm wird verlangsamt. Das heißt, Heiler sind am Start und die können jetzt hier arbeiten. Jetzt würde ich sagen, springen wir hier auf der linken Seite mit rum. Wir könnten weitere Mauerbrecher hier rechts mitspielen. Weitere Druiden nachgesetzt. Wichtig ist, ihr wollt immer mindestens zwei Druiden bei euren Super-Action haben. Die Wutzauber sind hierbei wenig so zu sehen, dass man sagt, okay, ihr wollt mehr Schaden machen, sondern eher, okay, ihr geht jetzt in einen Bereich, wo viel Schaden ist. Das heißt, nutzt den Wutzauber so, dass vor allem eure Druiden mitgetroffen werden, denn die haben damit mehr Heilung und eure Superhexen bleiben länger am Leben. Als nächstes, wann immer nötig ist, einfach Zauber draufsetzen, wenn immer zu viel Schaden da ist. Und immer nach und nach Druiden nachsetzen, sodass sie die Heilung eben haben. Ich setze sie ganz gerne mal in Zweiergruppen. Natürlich, manchmal habt ihr außen einfach mehr Schaden auf euren Truppen. Das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall dann auch Druiden außen setzen. Aber hier in unserem Fall, nächster Wutzauber wieder auf die Druiden, sodass unsere ganzen Superhexen bis zum Ende überleben. Schaut euch das an. Die Superhexen, alle drei leben immer noch. Und wir haben die Gladiatoren noch nicht mal gesetzt. Diese Strategie ist aktuell meiner Meinung nach in Kombination mit Stärke und so weiter eine der stärksten Strategien und zeitgleich eine der simpelsten Strategien im kompletten Spiel. Denn alles, was wir hierfür machen müssen, ist nicht zu überlegen, okay, komplizierter Feuerball dorthin, dann kann der das machen und dann dies und dann jenes und was weiß ich nicht alles. Nee, das ist überhaupt gar nicht Sinn und Zweck der ganzen Übung. Ich setze mal kurz die Gladiatoren, dass wir nicht immer noch Zeitprobleme bekommen.
Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung, sondern wirklich das, worauf ihr am Ende achten müsst, ist, dass ihr euch einen Weg herstellt. Wir bekommen die linke Ecke raus, dadurch können wir unten alles reindrücken. Die Königin holt diesen Bereich raus, dadurch können die Truppen weiter hier rein und die werden Richtung geradeaus gedrückt mit der Königin und so weiter, die links rum mitlaufen und die Leitoren nutzt eben zum Aufräumen. Es ist rein visuell und es geht hierbei weniger um die wichtigsten Verteidigungen, als wirklich einfach nur einen Laufweg für eure Superhexen herzustellen, weil die können rein physisch einfach nicht, solange ihr nicht einschlaft beim Angriff, nicht wegsterben. Es ist nicht möglich mit den Druiden zusammen. Und genau das sage ich euch auch im nächsten Angriff. Auch hier geht es wieder nur um den Weg. Das heißt, wir schauen uns den jetzt einmal ganz grob an. Was für Optionen haben wir? Wir könnten, auch hier wieder mit dem Radius natürlich hinten, wir wollen die Radius-Explosion umgehen. Wir könnten hier zum Beispiel versuchen, Feuerball auf die Luftabwehr zu bekommen. Haben wir das raus und könnten wir hier reingehen. Ist aber noch nicht ganz so optimal. Was wir aber machen könnten ist, wir könnten versuchen, Feuerball hier zu bekommen. Würde all das rausnehmen und dann gehen wir hier rein. Königin und Baracke hier lang und die Truppen werden alle hier hingedrückt. Es ist rein visuell, ihr seht's, wir gehen nur vom Visuellen, weniger darum, was für Gebäude wir rausbekommen. Hierbei können wir direkt den nächsten Trick uns anschauen. Das heißt, wir setzen hier den Wächter hin und ihr wollt normalerweise timingtechnisch nicht länger brauchen als, ja, so 20 Sekunden. Das ist auf jeden Fall dann schon sehr, sehr lange. Deswegen nutzen wir den Unsichtbarkeitszauber, um eben unsere Truppen, oder den Feuerball eher gesagt, in die richtige Richtung zu lenken. Als nächstes einmal hier den Mauerbruch mit dazu. Gleich natürlich hier dann immer schön Druiden mit der Schar zu haben. Und dann können wir gleich die Baracke hier rechts mit dazu setzen. Mit dem Mauerbrecher auch hier mit rein. Und ihr seht schon, da kommt viel Schaden auf uns zu. Das heißt, den Wutzauber natürlich mit dazu. Wieder zwei Druiden mit dazu. Und schaut immer auf die blaue Leiste eurer Druiden. Ihr wollt auf jeden Fall sicherstellen, dass ihr dort genug Power habt. Als nächstes, oh, wir hätten noch einen Erdbebenzauber dazu setzen müssen. Das habe ich da jetzt leider vergessen, aber sollte klar gehen. Nächster Mauerbrecher, um hier weiter reinzukommen. Außen können wir auch mal einen Druiden mit dazusetzen, sollte kein Problem sein. Gleich können wir hier wieder sicherstellen, dass keine Luftabwehr in der Nähe ist. Das heißt, unsere Königin können wir jetzt auch zünden. Und damit, wann immer irgendwie viel Schaden da ist, dann nutzen wir ein paar Druiden mit hinterher. Wenn immer viel Schaden da ist, denkt wieder dabei dran, einmal hier den Wutzauber drauf, um eben zu schauen, dass eure Hexen am Leben bleiben. Denn wie gesagt, die Hexen am Ende sind eure absolute essentielle Quelle. Wir frosten einmal ganz kurz den Kollegen hier und warten jetzt, bis wir durch die nächste Mauer durchkommen. Weil dann können wir mit dem Sprungzauber bis zum Rathaus hin. Das ist ziemlich einfach dann. Weiteren Druiden hier unten mit dazu. Und jetzt warten wir natürlich wieder ab, bis hier die Hexen weiter durchgehen. Oder wo sie allgemein hingehen. Aktuell wollen sie nicht ganz Richtung Zentrum. Aber ist in Ordnung. Wir können ja wieder nachjustieren mit Sprung und anderen Zaubern. Außerdem, jetzt zeigt es auch, warum wir die Wurzelreiter mit dabei haben. Denn mit dem Sprungzauber hierhin kommen wir jetzt eben bis zum Rathaus. Unsichtbarkeitszauber, wie gesagt, könnt ihr einerseits für die Feuerbälle benutzen, aber eben auch, um eure Truppen natürlich zu beschützen, weil es notwendig. Ihr könnt jetzt gleich den nächsten Wutzauber schmeißen, sobald es Richtung Radaus geht und die Superhexen natürlich dann den Monolith rausbekommen. Gladiatoren haben wir schon wieder immer noch. Die nutze jetzt einfach mal hier unten mit dazu, einfach um mehr Power im Zentrum zu haben. Im Zentrum, die Hexe ist ein bisschen am Leiden, deswegen packen wir mal hier den nächsten Unsichtbarkeitszauber mit dazu. Königin ist immer noch mit am Start. Wir können hier unten noch hier die Magier mit dazu setzen. Gladiatorenfähigkeit haben wir auch noch und damit sind sie wieder locker flockige 3 Sterne. Wir haben hier wieder nur rein visuell, rein, ja, vom Weg her der Truppen sozusagen gearbeitet. Kleidertonfähigkeit. Hier kurz noch restliche Truppen mit dazu, was auch immer. Und damit sind es wieder 3 Sterne. Das heißt, wir haben hier nur rein visuell mit dem Weg gearbeitet. Das heißt, Feuerball hier mit dazu, hier rein, unten den Bereich rausgenommen mit meiner Königin. Und dann versucht Richtung Zentrum zu drücken. Das hat nicht ganz funktioniert, aber die Power, die Richtung ist gleich geblieben und damit sind wir am Ende bis zum Rathaus gekommen, ohne weitere Probleme. Und das ist eben das Ding. Solange ihr eure Druiden nicht direkt alle am Anfang reinspielt, habt ihr powertechnisch nie auch nur ansatzweise Probleme. Und ich würde sagen, genauso weiter mit den Ansätzen gehen wir auch in die nächsten Angriffe rein. Nächster Angriff, nächster Ansatz. Was haben wir dieses Mal hier? Wir haben ein Rathaus, was relativ zentral ist. Wenn ihr den Adler habt und dort die Möglichkeit habt, dann auf jeden Fall die Adlerseite wählen. Der Adler kann euch auf jeden Fall viel, viel Schaden sozusagen sonst verursachen. Deswegen überlegt uns wieder, wir wollen wieder in den Adler irgendwie rein. Irgendwo hier sowas von der Seite rein. Das heißt, wir überlegen, okay, wo können wir einen Feuerball spielen? Auf die Luftabwehr wäre eine gute Möglichkeit, weil dann bekommen wir all das hier raus und damit ist der Weg hier wunderbar hergestellt. Natürlich können wir versuchen, wie bei einem Wächter-Charge irgendwie zu spielen, wo wir Richtung Wutum und Co. versuchen zu kommen, aber das ist nicht diese Strategie. Diese Strategie ist und lebt nicht von einem Feuerball, der was weiß ich wo ist. Nächster Trick, Luftabwehr und Co. fallen mit dem Erdbeben, mit dem Feuerball super einfach. Das heißt, wir nutzen die Erdbebenzauber hinter die Luftabwehr, um so die
die Bauhütten abzulenken, die im Zentrum stehen. Und damit bleibt alles länger am Leben. So, ich habe jetzt wieder zu viel gequatscht. Also an dich hätte der Feuerball direkt kommen sollen. Aber gut, ich wollte es euch kurz erklären, was ich genau meine. Jetzt Königin hier oben mit dazu, König hier mit dabei. Und jetzt gehen wir einfach nach und nach in die Base rein. Wichtiger ist wieder, Druiden schön verzögert spielen. Auch die Baracke mit dazu, kommt ein Eisgolem Klamburg raus. Wir können jetzt schon mal schnell einen Mauerbruch spielen. Nummer 2 Druiden, mehr mit dazu. Hier ist sehr, sehr viel Schaden, ihr seht. Das heißt, wir sollten auch viel mehr spätestens jetzt auch hier den Wutzauber schmeißen. Ich habe die Druiden natürlich fachmännisch nicht reingespielt. Ärgerlich, aber nun gut, ist auf jeden Fall jetzt gerade eben so passiert. Oben sind die Päcker am Start. Wir können hier gleich für die nochmal reinbrechen, dass die auf jeden Fall weiter in das Dorf reinkommen. Oben auch ein Druide mit dazu, die helft immer ganz nett. Ein Druide hier noch mit dazu. Königin, hoppala, sollte gezündet werden. Natürlich hier der Unsichtbarkeitszauber mit dabei. Und ansonsten auch hier wieder viel Schaden immer noch. Deswegen der nächste Wutzauber hier natürlich darf nicht fehlen. Rathaus ist weg. Da der Rathausgift noch da ist, versuche ich gerade hier so ein bisschen den Sprung zu verzögern, was nicht so ganz funktioniert. Jetzt für die restlichen Druiden mit dazu. Jetzt den Sprungzauber. Ich glaube, hinten raus passt auf jeden Fall gar nicht mal schlecht. Gladiatoren oben mit dazu. Und dann natürlich hier schwuppdiwupp Frostzauber, weil hier sehr viel Schaden ist. Mit den Druiden hinten ran, die eben im Wutzauber. Schau euch das an, die Superhexen. Sofort wieder volles Leben. Ihr wollt die Druiden mit diesen Wutzaubern auf jeden Fall treffen, weil zwei Druiden im Wutzauber halten eure Superhexen, ihr seht es hier, gegen so viel Schaden am Leben, wie da eben nur sein kann. Hier war ein Wutturm, hier war absolut alles, glaube ich, wenn ich richtig aufgepasst habe. Und es juckt euch einfach nicht, weil ihr die Kombination aus Wutzauber, Druiden und Superhexen habt. Es ist absurd. Es ist absurd. Ihr habt immer noch hier eure Superhexen am Leben. Wir haben noch Babydrache und Kurven und Mauerbrecher, was weiß ich, wo das hier nicht alles hinkommt. Alles einmal hier kurz reingeknüppelt. Und damit sehen wir auch hier wieder lockerflockige 3 Sterne. Ein absoluter Gamechanger hier ist auf jeden Fall der Geheimtipp. Wobei inzwischen ist kein Geheimtipp mehr. Ich glaube, fast alle haben es inzwischen von mir kopiert. Die Wurzelreiter in der Belagerungsmaschine. Absolut unfassbar stark. Ich habe am Anfang noch den Superdrachen benutzt, habe aber ein bisschen rumexperimentiert und am Ende war es auf jeden Fall so, dass die Wurzelreiter so unfassbar gut sind, weil ihr seht, hinten raus einfach alle Mauern öffnen und damit eure Superhexen, die so ein bisschen schwerfällig sind, locker an alles rankommen. Aber ihr seht auch schon, wir haben nie wirklich großartig Zeitprobleme, solange wir am Anfang den Wächterwalk kurz halten. Hier waren wir mit dem Wächterwalk ein bisschen langsamer, weil ich noch erklärt habe, aber ansonsten, das ist schon die komplette Magie dahinter. Und ich zeige es euch direkt nochmal, damit es auf jeden Fall wirklich verinnerlicht wird. Und die einzigen Male, wo ich bisher großartig Probleme hatte mit dieser Strategie, war, wo ich wirklich dann für diese Feuerballangriffe, die man an sich eben nicht machen sollte, gegangen bin. Das heißt, versucht habe, wirklich 1000 Gebäude rauszubekommen und dies und jenes. Das heißt, auch hier wieder gehen wir für den simplen Ansatz. Wir könnten hier versuchen, wieder oben Richtung, was weiß ich nicht, alles hier zu gehen. Aber auch hier gehen wir wieder für den simplen Ansatz von dem Inferno-Turm. Wichtig hierbei ist allerdings, dass ihr die Unsichtbarkeitszauber richtig einsetzt. Das heißt, was wir hier machen, ist Wächter setzen, Unsichtbarkeitszauber, Unsichtbarkeitszauber und dann die Erdbebenzauber plus Feuerball. Natürlich ein Druiden mit dazu, damit alles am Leben bleibt. Aber ihr seht, deswegen nehmen wir Unsichtbarkeitszauber mit. Wunderbar alles rausbekommen und wir können jetzt mit unseren Superhexen starten. Und ihr seht auch hier wieder, wir sind bei der magischen Grenze von 20 Sekunden. Sobald euer Wächter, euer Feuerball länger als 20 Sekunden braucht, habt ihr etwas falsch gemacht bei dieser Strategie. Ihr braucht nicht lange dafür. Auch hier wieder ein paar Druiden mit dazu, damit die auf jeden Fall heilen. Ein Giftzauber mit dabei, Königin, damit eben alles reinläuft. Und dann können wir, glaube ich, auch gleich direkt, wobei, wir können auch einen Mauerbrecher spielen. Hier ist keine Luftabwehr, das heißt, wir können bei der Königin auf jeden Fall direkt die Heiler zünden. Die natürlich alle abhauen, die PA-Schweinebacke. So, aber dennoch sollte das Ganze passen. Wir haben noch unsere Baracke hier mit dabei. Wir können auch einen Druiden aus mit dazu setzen, einfach aus Höflichkeit. Die Druiden verwandeln sich hier, das heißt, zwei neue Druiden wollen nachgesetzt werden. Und jetzt kommt ein Sprungzauber vielleicht bis ins Zentrum, das wäre natürlich absolut tipptopp hier. Einmal ein Frostzauber auf den doofen Monolith, weil er sich unbedingt eine Superhexe aussuchen wollte. Wieder einen Druiden nachgesetzt. Und jetzt unser Zauber. Wir sehen, jetzt kommen wir so langsam Richtung Rathaus. Das heißt, da wird auf jeden Fall Schaden da sein. Das heißt, auch hier wieder, wichtig, Druiden, Wutzauber, Abfahrt. Das ist die wichtige Kombination. Können wir natürlich hier oben schauen. Mauerbrecher. Unsere Päcker haben natürlich, wollen natürlich auch Leben haben. Deswegen setzen wir hier Druiden mit dazu. Zentrum noch mehr Schaden. Ein weiterer Druide hier mit dabei. Und damit geht es Richtung Zentrum. Königin geht hier gut mit durch. Wurzreiter kommen hinterher. Und damit seht ihr, ja, dieses Dorf jetzt schon keine Chance mehr, weil jetzt kommt wieder hier der ganze Schaden im Zentrum. Druide, auch hier, Wutzauber drauf. Schaut es euch an. Die Truppen können aber kein Leben verlieren, einfach weil es eben einige wenige Truppen sind, die aber halt eben viele Trefferpunkte haben. Und die Druiden sind für solche Sachen einfach
komplett, dafür sind sie gemacht. Und damit, ja, den letzten Blutzauber der Ton, die brauchen wir gefühlt hier gar nicht wirklich unbedingt. Königfähigkeit haben wir auch noch. Wir können jetzt hier gleich nochmal den nächsten Blutzauber schmeißen, wenn wir möchten. Wobei, einfach nur um zu zeigen, wie stark das ist, lasse ich jetzt die restlichen Sachen hier durch. Wobei, das kann ich noch kurz mit dazu setzen. Was soll der Geiz? Aber hier zaubertechnisch und Co. Ihr seht, alles übrig. Alles noch am Start. Und genau das ist am Ende das Geheimnis dieser Strategie. Versucht, keine krassen Feuerballangriffe zu machen. Könnt ihr, aber dann nutzt am besten eine andere Strategie, weil das ist wirklich eine komplett andere Strategie. Am Ende kommt ja alles mit dazu. Ihr seht, alles wunderbar. Und all diese Angriffe, hoppala, tut mir leid, all diese Angriffe waren mit zwei Erdbebenzaubern. Das heißt, all diese Angriffe wären genauso 1:1 möglich gewesen mit einem Level 18 Feuerball beispielsweise. Das heißt, zu sagen, okay, diese Strategie funktioniert nur mit Level 27 Feuerball, ist absoluter Quatsch. Ihr braucht circa Level 18, Level 20, wenn ihr die Klarburg oder sowas auch mit rausbekommen wollt. Aber ansonsten reichen hierbei die zwei Erdbebenzauber vollkommen aus. Ich würde sagen, wir schauen uns trotzdem an, wo wir jetzt gelandet sind mit den Pokalen. Aber ja, diese Strategie, der Strategie-Link unter der Videobeschreibung, ist einfach aktuell das Nonplusultra in Clash of Clans. Und wenn ihr spielen wollt, kann ich es euch nur wärmstens ans Herz legen. Und ihr seht, all diese Angriffe haben auf 6000 Pokalen funktioniert. Das heißt, es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie nur im unteren Pokalbereich funktionieren, sondern sie funktionieren auch ganz weit oben, wo dann eben die Verteidigung ein bisschen weit auseinandergestellt sind. Weiter unten in der Legende funktioniert sogar noch besser, weil dort tendenziell die Gebäude noch mehr zusammen sind. Das heißt, ihr bekommt mit den Feuerbällen noch mal mehr raus, was es sogar noch mal besser macht. Aber probiert es ja gerne selber aus. Der Link zu der Strategie ist unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten natürlich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal rein. Und natürlich, tschö, tschö.